Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. 1. Korinther, Kapitel 3, Verse 18 bis 23. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, Hiob 5,13, die Weisen fängt er in ihrer List, und wiederum Psalm 94,11, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Echte Freiheit liegt von außen betrachtet immer ganz nahe am Leichtsinn. Für die einen kann das dann wie billige Gnade aussehen, aber andere erkennen darin genau das Gegenteil, nämlich wahre Freiheit und echte, begründete Freude. Auch gerade dann, wenn man versteht, dass diese Welt für ein Kind Gottes tatsächlich nur in allem ein Erfüllungsgehilfe ist und sein darf, weil uns nach Römer 8, 28 alle Dinge zum Besten dienen müssen. Wenn man den Eingangstext liest, könnte man meinen, dass eine fromme Torheit durchaus etwas Wertvolles und Wichtiges zu sein scheint. Sozusagen eine Voraussetzung in der Nachfolge und Jüngerschaft. Wenn man sich in dieser Welt selbst verleugnet und sein Kreuz auf sich nimmt, ist das für nicht wenige Zeitgenossen tatsächlich etwas verrückt. Normalerweise will man als vernünftiger Mensch leidvolle Erfahrungen möglichst vermeiden und ihnen irgendwie aus dem Weg gehen. Wer das nicht grundsätzlich auch will, kann doch nicht mehr normal sein, oder? Von daher sind wir als Christen, die den Glauben und die Nachfolge ernst nehmen, ja sozusagen vor dieser Welt dafür prädestiniert, als jemand angesehen zu werden, der nicht mehr normal ist. Aber selbst der Tod, auf den ja letztlich alles dann auch hinausläuft, ist letztlich nur die Tür zum Himmel. Also gehört uns sozusagen sogar der Tod und nicht umgekehrt. Weil mit dem Tod beginnt für uns ja sozusagen das neue und bessere Leben. Sterben ist unser Gewinn und wir fürchten den Tod nicht. In Philipper 1, 21 steht, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus bezeichnete sich gegenüber seinen Glaubensgeschwistern als ein Narr um Christi willen. 1. Korinther 14. Im griechischen Urtext steht für das Wort na moros, was so viel bedeutet wie Schwachheit im Geist, Schwachkopf oder schlicht Trottel. So werden engagierte Christen ja auch nicht selten gesehen. Gott nimmt das nun bewusst zum Anlass dafür, durch törichte, also dumme Predigt, in Anführungszeichen, die Menschen am Evangelium teilhaben zu lassen, die daran glauben. 1. Korinther 1, 18 bis 21. Auch im Alten Bund gab es einige Verrücktheiten, mit denen Gott durch eine tiefgründige Ironie die Macht seiner Stärke und die Eindeutigkeit seines Willens deutlich machte. So lief der Prophet Jesaja 3 Jahre lang komplett nackt durch die Gegend, um Gottes Weissagungen Ägypten betreffend zu dokumentieren. In Jesaja 20, Verse 3 bis 4 heißt es, da sprach der Herr, gleich wie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß ging 3 Jahre lang als Zeichen und Weissagung über Ägypten und Kusch, so wird der König von Assyrien wegtreiben die Gefangenen Ägyptens und die Verbannten von Kusch, jung und alt, nackt und barfuß in schmählicher Blöße zur Schande Ägyptens. Jeremia sollte sich ein hölzernes Joch herstellen, um es sich selbst auf die Schultern zu legen. Jeremia 27, 1-7.
Damit sollte den damaligen Völkern symbolisch der Wille Gottes gezeigt werden, nämlich sich dem von ihm eingesetzten König Nebukadnezar unterzuordnen. Ein weiterer alttestamentlicher Prophet, Hosea, sollte eine Prostituierte heiraten und Kinder mit ihr zeugen, Hosea 1, 2-6. Somit wurde Hoseas Ehe ein Zeichen für die Untreue Israels. Als die Bundeslade zurück in das Haus des Königs Davids kam, tanzte David ausgelassen und voller Freude nur mit einem Priesterschurz um die Hüften bekleidet vor allen Leuten. 2. Samuel 6, 14-23. Nicht gerade das, was man von einem König erwarten sollte oder könnte. Die Tochter Sauls jedenfalls war darüber ziemlich empört und dachte wohl anfangs, dass David jetzt vollständig übergeschnappt sei. Gott strafte sie. Vielleicht gibt es bei dir und auch in deinem Leben etwas Außergewöhnliches, was auf und ins Gewicht fällt, was andere an dir merkwürdig finden. Etwas, das sowohl Außenstehende als auch Mitchristen vielleicht ins Grübeln und Nachdenken bringt. Etwas, womit du Gott aber ehren kannst, indem du es trägst, erduldest, aushältst und annimmst. Etwas, mit dem gerade du Gott jetzt erst recht ehrst und anbetest und ihm dienen darfst und ein Zeugnis bist. Alles ist unser, es dient uns alles zum Besten, wie gesagt, Römer 8, 28. Was töricht und schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, 1. Korinther 1, 27, damit er zu Schanden macht, was stark ist. Also egal, was schwach oder stark, leicht oder schwer, einfach oder kompliziert, kurz oder lang, groß oder klein ist, wir können es aus Gottes Hand nehmen und Frieden darüber finden. So gesehen ist Stärke ohne Gott eine Schande und Schwäche in Gott Stärke. Das Geringe und Verachtete triumphiert bei Gott, selbst dann, wenn es von außen müde, belächelt, verurteilt oder gar verfolgt wird. Die Letzten werden die Ersten sein, Lukas 13, 30, und für uns Christen bedeutet das eben auch, dass wir in unserer Nachfolge und unserem praktischen Glaubensleben keinen Tunnelblick brauchen, um krampfhaft uns an wenigen Dingen orientieren zu müssen, um Schaden abzuwenden. Nein, wir können aus allem etwas Positives mitnehmen, sogar aus von außen gesehen negativen Dingen. Das geht sogar so weit, wie erwähnt, dass selbst der Tod, den alle fürchten und den keiner froh macht, für uns wie ein ausgerollter Teppich ist auf dem Weg zum ewigen Leben im Himmel bei Gott, weil Sterben tatsächlich unser Gewinn ist. Wir können als Christen von allem profitieren, auch gerade in geistlicher Hinsicht. Wir sollten als Prediger oder Christen allgemein nicht meinen, die Weisheit liegt in uns oder nur in bestimmten Personen, die wir dann favorisieren, wie die Korinther, die Paulus, Apollos und Petrus miteinander verglichen und womöglich auch gegeneinander ausspielten, weil jeder sozusagen seinen Fanclub hatte. Nein, es gehört uns alles. Freuen wir uns, wenn jeder von jedem profitieren kann und aus verschiedenen Gaben und Blickwinkeln heraus in einem gemeinsamen Geist die Großartigkeit Gottes bewundern und erkennen können und dürfen. Das sehen wir ja auch daran, dass es 4 Evangelien gibt. Alle mit dem gleichen Inhalt, aber eben aus verschiedenen Perspektiven geschrieben. Und so dürfen wir auch unser Glaubensleben wahrnehmen und davon profitieren und wachsen im Glauben. William MacDonald schreibt: Uns gehören die christlichen Mitarbeiter, ob es Paulus, der Evangelist sei, oder Apollos, der Lehrer, oder Kephas, der Hirte. Weil sie alle zu uns gehören, ist es töricht, sie für uns zu beanspruchen, weil wir jeden von ihnen besitzen. Auch die Welt gehört uns. Als Miterben Christi werden wir sie eines Tages in Besitz nehmen, und in der Zwischenzeit gehört sie uns durch göttliche Verheißung. Diejenigen, die sich um die Welt kümmern, wissen nicht, dass sie es für uns tun. Dann gehört uns das Leben.
Damit ist nicht nur die Existenz auf Erden gemeint, sondern Leben in seinem wahrsten, vollsten Sinne. Und der Tod gehört uns. Für uns ist er nicht länger ein gefürchteter Feind, der die Seele in undurchdringlicher Finsternis hält, sondern er ist ein Bote Gottes, der die Seele in den Himmel führt. Gegenwärtiges oder zukünftiges, alles ist ebenfalls unser. Es hat jemand einmal treffend gesagt, dass alle Dinge dem dienen, der Christus dient. A.T. Robertson hat einmal gesagt, die Sterne in ihren Bahnen kämpfen für den, der Gott bei der Erlösung der Welt mithilft. Soweit. Also alle, die in der Nachfolge stehen und das Evangelium verkündigen. Zur Zeit und zur Unzeit. Gottes Erlösungswerk ist vollkommen und wir haben als Kinder Gottes nichts zu befürchten. Alles ist unser. In Hebräer 13, Verse 4 bis 8 steht, denn er hat gesagt, Josua 1, 5, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir getrost sagen, Psalm 118, 6, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Gedenkt eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Gott segne, behüte, bewahre euch, er stärke euch in eurem allerheiligsten Glauben, er gebe euch Frieden und er sei alle Zeit bei euch. Amen. Schön, Jörg, dass wir uns hier begegnen bei der Evangelistenkonferenz in Rehe. Ich war schon viele, viele Male in diesem Haus und inzwischen sind die Jahre, die Jahrzehnte vergangen. Inzwischen bin ich 82 Jahre alt geworden. Stell dir vor, ich habe ungefähr 60 Jahre evangelisiert. Bis jetzt war ich in über 40 Ländern und nach einer schweren Herzoperation vor kurzem bin ich jetzt etwas zur Ruhe gekommen. Jetzt sollen die Jüngeren mal dran. Aber ich muss sagen, wenn ich noch einmal von vorn anfangen könnte und Gott mich fragen würde, was willst du in deinem nächsten Leben machen? Ich würde sagen, ich möchte gern wieder Evangelist sein. Das Wort Evangelist kommt ja von dem Wort Evangelium. Und das Wort Evangelium bedeutet auf Deutsch gute Nachricht, frohe Botschaft. Und ich bin davon überzeugt, das Evangelium von Jesus Christus ist die beste Botschaft, die es gibt. Es hat nie jemand etwas Besseres gesagt. Es hat nie jemand etwas Besseres gehört. Es gibt keine bessere Botschaft als das Evangelium von Jesus Christus. Im Evangelium wird viel über Sünde gesagt und auch über die Folgen. Aber im Evangelium wird auch viel über die Liebe Gottes gesagt und was Gott in seiner Liebe für uns getan hat und tun möchte. Gott hat in seiner Liebe seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Jesus hat das Evangelium verkündigt, aber er hat noch mehr getan. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat am Kreuz gelitten, geblutet und ist schließlich gestorben, stellvertretend für unsere Schuld. Aber dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten. Jesus lebt. Und die Bibel sagt, wer ihn anruft, wer seinen Namen anruft, das heißt, wer den Namen Jesus anruft, der empfängt Vergebung der Sünde. Wer Jesus aufnimmt in sein Herz und Leben, wird ein Kind Gottes, wird ein Erbe Gottes. Und darüber bin ich so glücklich. Inzwischen bin ich alt geworden und sicher nicht mehr lange hier auf der Erde. Aber es geht weiter, es geht weiter. Jesus hat uns ewiges Leben geschenkt. Das durfte ich 60 Jahre lang predigen und davon bin ich überzeugt. Und ich bin so froh über die vielen Evangelisten, die sich
gerade hier in diesen Tagen versammeln, die diese Botschaft ins Volk hineintragen. Und ich hoffe, dass noch viele, viele Menschen sich für Jesus entscheiden. Ja.